genau, warum brichst du ein? Hier in Rewe und die Schwierigkeit darin, es ist offen. Was ist das für eine Schwierigkeit? Ich muss erstmal alles abschließen. Dann willkommen, was geht ab? Ey, bist du bereit eigentlich? Nein, noch gar nicht irgendwie. Ich habe irgendwie auch Kopfschmerzen, aber das ist nur, weil ich mir so viel Kopf mache, weißt du? Ist nicht gut. Nein? Ey, unser Fokus ist kaputt. Wir dürfen unseren Fokus nicht verlieren. Erzähl, was machen wir? Wir gehen jetzt auf eine wilde Shoppingtour hier durch unseren Favorite-Supermarkt, den wir jetzt ab fast einen Monat nicht mehr sehen werden, ja? Fast ein Monat. Wir sind 3 Wochen unterwegs, Adi. Wir fliegen nach fucking Amerika. Freunde, wenn ihr diesen Vlog seht, geht es heute Nacht schon für uns los. Und jetzt sind wir schon quasi schlafen gegangen. Fast. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, da werden wir natürlich alles immer live und up-to-date. Ich weiß nicht, ob das was wird mit dem Schlafen gehen. Ja, ich weiß auch nicht. Folgt uns auf Instagram, ne, damit ihr die Live-Updates, denn wir sind wie Live-Ticker. Ist das nicht auch für Fußball? Wenn so... Ja. Ja, genau. Wenn so gelbe Karte gibt drin und so. Weißt du, so machen wir das auf Instagram. Und jetzt brauchen wir aber erstmal Snacks, weil wir machen diesen Fehler nicht noch einmal. Sie meinen es ernst? Ich meine es richtig ernst. Ja. Wir suchen jetzt einen Sandwich-Maker. Mhm. Sandwiches. Und dann maken wir? Dann makest du die. Nein, du dann makest die. Ich make die richtig. Und noch ein paar andere Snacks, die wir in das Flugzeug mit reinnehmen. Weil ich habe auf TikTok gesehen, dass diese American Airlines, wir fliegen ja diesmal mit American Airlines, dass da nicht so geiles Essen drin geben soll. Jeder hat einen Korb und jetzt packen wir da alles rein, was wir gerne essen möchten, ja? Mango. Noch eine Mango, bevor wir wegfliegen. Ess ich noch. Ich will auch noch eine fette Acai Bowl mampfen. Ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall alles noch das essen, worauf wir richtig Bock haben. Ja, einen, auf den wir können. Was denn? Du hast richtig Henkersmahlzeit aus diesen Dings gemacht. Ja, normal. Wir henken die Mahlzeit einfach. Das ist mein allerliebstes Lieblingscorny. Das ist dein Lieblingscorny. Meins viel leckerer als deins. Anders als im Fußball ist hier schwarz-gelb ganz in Ordnung. Siehst du, du magst Dortmund nicht. Du bist so eine Haferkleie, Alter. Digga, wenn ich das alles mit dem Flugzeug nehmen will, Digga, wo komme ich da? Muss ich 3 Koffer nur essen? Das oh Mann, das passt. Das passt, Adi. Ey, bitte, Kim will das alles mit ins Flugzeug nehmen. Ey, wir bereiten das auch noch zu. Du musst mal chillen ein bisschen. Denk, wir gehen Dings picknicken oder so. Stell dir vor, mit diesem Picknickkorb, voll fancy, yo. Oh, am liebsten würde ich mir ja so ein Porridge mitnehmen. Aber wir haben schon guck wirklich viel. Guck mal bitte viel. Da, wir sind schon lange, ne? Sind wir auf falsche Fährte, was unser Essensauswahl angeht. Ich hab noch eine richtig gute Idee, Adi. Das nehmen wir mit, das hier ist es. Tomato Basil, dies oder dies? Ich glaube, dies ist richtig gut. Hier einfach so ein Sandwich für zwischendurch, weißt du? Das ist super, ich schwöre, das ist so ein richtig, das, ey, das ist ein totes Sandwich. Ich werde das rausholen und du wirst sagen, ey, gib mal ein bisschen. Okay, es ist voll in Ordnung, ne? Ich werde aber gar nicht irgendwie versuchen, dir was abzunehmen davon oder so. Ich habe nämlich meine miesen Hähnchen-Sandwiches. Oh Mann, das ist doch kein Battle. Vegetarischen Sandwiches und meine Salami-Sandwiches. Wir teilen. Ja, du kannst es doch auch gerne davon was haben, aber ich meine nur, du hast einfach Hunger gerade. Bitte, sie geht hungrig einkaufen und packt einfach alles ein. Jetzt Corny für den Flug. Hä? Tomaten, Basil. Dicker, an diesem Punkt, ne, brauchen wir eigentlich ganz mehr mitzunehmen. Warum? Wie viel ist das? Ja, okay, wenn du wieder 50 Euro am Flughafen ausgeben willst. Das macht doch gar keinen Sinn. Lieber gebe ich 50 Euro Flughafen aus, als würde jetzt hier für 120 Euro einzukaufen. Noch Essen machen, noch ich arbeiten gehen dafür. Nein, das wird Spaß machen. Du musst doch richtig Work reintun. Work. Ja, ich schwöre, das macht gar keinen Sinn. Ich habe angefangen mit einem Sandwich und Salami, okay. Fenius, okay. Nein. Vielleicht ein bisschen Variation. Wir holen noch Tomate, Gurke, okay. Aber wohin jetzt, Corny Dings? Scheiß drauf. Dein Ernst, dass du was mitnimmst? Ja, du willst doch. Nein, das ist ein Scherz nur. Was ist das überhaupt, Digga? Einfach Katzenfutter. Pedigree, Digga. Pedigree. Ey, wir sind viel zu sehr ausgerastet, wir werden auch noch mal viel Geld bezahlen, Mann. Guck mal, alleine ein Gewürzcurry-Ketchup, aber ohne Gewürzcurry-Ketchup und Dings läuft halt nichts. Und am Ende, wir werden uns aber trotzdem noch irgendwas kaufen, weil es so voll geil aussieht, weil so ein Croissant würde jetzt schon noch ballern. So, Freunde, wir haben insgesamt 87 Euro bezahlt, aber wir haben auch so andere Sachen gekauft. Also ich habe mir jetzt noch hier Sushi gekauft und so. Wir snacken jetzt hier ein bisschen, ein Burger, ein bisschen Sushi, ein Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Und dann treffen wir uns heute Abend auf jeden Fall nochmal, damit wir unsere Packliste schreiben können. Din. Wir sind auf einer Mission, Alter. Wir haben alles für Sandwiches geholt, aber wir haben kein Sandwich-Maker. Das Essentielle haben wir vergessen einfach. Ja, Alter. Komm her, ja, wir müssen erstmal rein. Okay, und dann gehen wir erstmal anfangen. Peace. Das ist unser neues Musikvideo. Ich hab's schon gefunden. Das ist auf jeden Fall der falsche Sandwich-Maker. Wetten, wir könnten die auch da drin machen. Und das hätte noch eine viel coole geriffeltere Form. Wollen wir heute Waffeln machen? Oh Gott, Hilfe. Wo ist der Sandwich-Maker? Es gibt einfach keinen Sandwich-Maker. Boah, wow, das ist der einzige, der letzte. Ex
extra große und tiefe Toastplatten, 3-Stufen-Verschluss, Anti-Haftbeschichtung, Best Basics Dauersortiment. Best Basics, Digga. Ist das geil oder ist das geil? Ist das unser Baby? Das ist ein Sandwichmaker. Lassen wir es als das, was es ist, okay? Okay, in Ordnung. Hallo Julia. Wie geht's dir, Julia? Sei mal ein bisschen versteckt hinten. Wollen wir dich mal nach vorne holen? Wir wollen ja auch hier, ne, dass die Leute, ne, sehen, wer hier der Shit ist. Oh yeah. Ey, wir brauchen auf jeden Fall noch Desinfecti. Ey, wirklich? Für unterwegs, ja, natürlich. Okay, geile Idee, Alter. Jetzt können wir auch schon direkt diese Einkäufe hier machen. Ja. Voll schlaubst du, Alter. Normal, Digga, gehören, ne? Manchmal. Es ist auch dafür das, was es da ist. Das kann man so an der Tasche dran machen, ne? Ja, das mit Einhorn. Ey, Dings, ne? Fällt dir was eigentlich an mir auf? Du hast deine Augenwimpern neu gemacht. Ich hatte Lash Lifting, Mann. Ja. Voll geil, oder? Ich meine, aber ich habe doch richtig gelegen, oder? Ja, du hast recht. Auf jeden Fall, Leute, ich bin jetzt prepared. Ich darf jetzt 2 Tage lang kein Wasser da reinkommen. Ich darf jetzt 2 Tage also nicht. Was? Nicht. Ja, for real. Ich glaube, mein Gesicht. Warum das denn? Ja, weil sonst geht das wieder runter. Was für ein Anblick für den November. Wirklich, Alter. Leute kaufen Adventskalender, wir kaufen Sonnencreme. Also, ich finde, wir brauchen mindestens 50 plus. Hier, das hier. Schweißresistent, extra wasserfest, sofortiger Schutz, leichter erfrischender Sprühnebel, sofort Trockeneffekt. Das hört sich richtig gut an. Das ist halt arschteuer, aber es ist unsere Haut und wir sollten sie schützen. Ist gar kein Ding. Nehmen wir? Lass machen. Kurzes Rätsel an dich. Welche Abschminktücher benutze ich immer? Guck mal, ne, das kann ich komplett blind, ne? Weiß ich ganz genau, dass es die hier sind. Richtig, das ist korrekt. Aber tatsächlich gibt es noch welche, die sind besser. Die habe ich auch manchmal. Aber die habe ich nicht immer, weil die gibt es nur bei Rossmann und ich bin oft bei DM. Hier. Oh mein Gott, woher weißt du das? Ich habe Augen im Kopf. Die sind verbunden über enge Synapsen mit meinem Gehirn. Ey, ich finde das gerade voll geil. Ja, aber wir nehmen die auch. Kannst du die wieder bitte nehmen und nicht da lassen? Ey, danke schön. Ich finde es so krass, dass du das gerade wirklich weißt. Krass. Du bist heftig. Brauchen wir das hier? Was ist das hier? Kontaktlinsen. Ey, brauchst du sowas vielleicht wirklich? Für weiche Kontaktlinsen. Voll geil. Könnt ihr euch mit? Ich habe eigentlich auch eine große noch. Ja, aber die nimmt voll viel Platz und Gewicht weg. Meinst du? Ja, dafür sind doch extra diese kleinen da. So ein kleines Trockenshampoo macht Sinn, glaube ich. Das ist cool, das nehmen wir. Also da unser letztes Skippo-Spiel, ne, im Sand und mit Wasser und so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dann das in Australien dabei. Ey, wie geil, ich erinnere mich so daran, ne? Es ist auch richtig reduziert, das ist richtig gut. Kostet eigentlich irgendwie 20 Euro. Ey, es war so geil, als wir das erste Mal Skippo gespielt haben, da unten, wo ich meinen Schuh vergessen habe. Das war der schönste Tag dieses Jahr für mich, wirklich, ne? Oh Mann. Ja, und danach war ich richtig krass. Seit den 9 schönsten. Ja! Geil, dann haben wir auch ein krass, Spiel. Krass, ich freue mich richtig darauf. Voll geil, dass so wieder klatschen bekommt, dass ich mitten in der Nacht wecken kann. We go crazy on this again. Let's go! Es passt alles nicht. Nichts passt. Ich weiß nicht, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Also eigentlich würde ich fast alles mitnehmen. Also erstmal solltest du dich von den Gedanken verabschieden, deinen halben Kleiderschrank da mitnehmen zu wollen. Wie viele Jeans, wie viele Hosen, wie viele keine Hosen. Ich will ja auch coole Hosen, aber ich brauche auch Hosen, die ich kombinieren kann. Dann brauche ich irgendwie auch Hosen, die... Ich weiß es nicht. Oh Mann, ich weiß es nicht. Sowas kann man nicht auch immer mal anziehen. Das ist Hammer, das würde ich safe mitnehmen. Nimmt doch nicht viel Platz weg. Das Allerschwierigste ist halt einfach, guck mal, wenn ich jetzt einfach für 10 Tage Miami packen müsste, wollen würde, ich will das ja, es ist kein Muss, ich will das, wäre das aber einfach, weißt du? Wenn jetzt wir noch 10 Tage in New York daran hängen. Komplett anderes Wetter. Hör mal zu, du kannst Shirts, ne? So alle auch von mir anziehen. Ja. Nur Hosen und so nicht. Falls du auch mal entspanntere Looks haben willst. Okay? Ja. Die Kombi... Ist gut. Ja. Die Kombination macht's. Deswegen lass mal jetzt gucken. Was hast du alles eingepackt für Miami? Oder womit spielst du mit den Gedanken? Du kannst auch ruhig ein bisschen mehr jetzt. Dann checken wir das mal ab. Das hier für Miami. Okay. Ja, das ist auch... Also, ne? Muss man auch immer gucken, mit welchen Schuhen. Passt gar nicht, oder? Null. Doch, passt. Okay, dann passt. Ich glaube nicht, dass es passt, aber wenn du sagst, passt, dann passt. Du brauchst auch so Outfits, Baby, ne, mit denen du so einfach chillen kannst, wo wir so rumfahren, irgendwas machen, was jetzt nicht so, was ja, irgendwo trinken gehen ist, sondern ein bisschen einfach, wenn wir Everglades fahren, wenn wir am Strand chillen, verstehst du? Also dann ist schon mal eine Hose für Everglades. Was denn? Ja, okay. Ja, ich habe da keinen Bock von einem Krokodil an meinem Bein gebissen zu werden. Ich die Hose wird das bestimmt verhindern. Also eine Jeans. Dann, wenn wir irgendwo hinfahren und einfach nur so chillen, Fahrradausflug zum Beispiel, so eine Hose. Wenn wir abends irgendwie, ja, okay, Jogginganzug ist auch ein Muss, der ist schon mal außen vor. Dann eine Hose, eigentlich die ist eher für New York, aber ich glaube, die ballert unnormal für New York. Lass mal New York-Sachen erstmal zur Seite, bitte. Ich auch für New York. Dann auf jeden Fall dieses Outfit hier für Miami. Dolphins, das sind die doch auch, oder? Ja. Kommst du klar? Als wenn das mit Absicht war. Bro! Ja, hey, das war mit Absicht, weil ich wusste, wir fliegen auch dieses Jahr nach Miami, deswegen habe ich dieses Dolphins. Ey, das kommt auf jeden Fall mit, Alter. Damit sehen wir Delfine. Hier das ja auch noch. Ja, das ist krass, ja, auf jeden Fall. Das wird auch barbarmäßig aussehen, Alter. Du wirst nicht auf mich klarkommen, Alter. Guck mal, jetzt ist die Frage. Das ist die ganze Zeit die Frage. Also, was ist das? Ja, das ist so ein Ding. Das sieht cool aus. Das muss ich nochmal anprobieren und dann entscheide ich, ob ich das mitnehme. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich alles mitnehmen soll. Spaß.
Und was ist das jetzt? New York. Das alles willst du mitnehmen? Das sind locker jetzt schon zwei Koffer oder drei. Nein, Quatsch. Das Ding ist, wir wollen da auch Sachen kaufen. Aber ich will da Sachen kaufen, die mir wirklich gefallen. Also ich plane sowieso schon, dass wir mit drei Koffern zurückkommen. Ich will auch Weihnachtsgeschenke kaufen. Weil, hey, wie geil ist es? Dann hat man diesen Stress, nicht mehr hier Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und das macht da sogar Spaß. Und man hat sogar andere Sachen mal für die Leute. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir da nicht erst Outfits kaufen. Das geht nicht. Nee, sonst ist das ja so gezwungenermaßen. Und dann gefällt mir das vielleicht gar nicht richtig. Nur weil ich was zu anziehen brauche. Das geht nicht. Deswegen will ich auf jeden Fall schon eine gute Portion an Kleidung dabei haben. Kann ich noch was bei dir reintun? Guck mal bitte. Digga, du hast noch nicht mal zu Ende gepackt und du fragst jetzt schon nach Koffer. Pro Teil 10 Euro. Nein, 5. 7. 6,50 Euro. Okay. Spaß. Ich werde mit Ansage so viel Übergepäck haben. Wir gehen hier auf eine nachhaltige Mission. Dieses Schloss, das wird ein sehr großes Geheimnis. Sieh, Bruder. Oh mein Gott. Ja. Hier sind wir, Freunde. Hm? Hier haben wir meinen Koffer. Wo ist dein Koffer? Hier. Nein, du kannst auch nicht mit dem fliegen. Was meintest du denn? Der Babyblaue. Der ist doch kaputt. Ey, das ist way too gruselig hier. Kennt ihr Keller einfach? Einfach ein Keller, der kein Licht hat. Ich glaub's nicht. Ich werde hier... Keller, Digga. Welchen Keller nicht? Ich werde hier niemals alleine reingehen. Niemals. Nicht mal, wenn mir jemand sagt, da unten liegen jetzt 5000 Euro. Los, hol sie dir doch. Oh mein Gott, scheiße. Ich dachte, du chillst dich kurz hin. Ja, ist okay. Was hat das? Ja, Digga. Ey. Warte mal, jetzt ist ja auch noch das Licht aus. Ey, ich schwöre, was ist das denn hier? Warte kurz, aber... Shit, aber kann ich mit meinem Michael Jackson-Operation direkt auf meinen Schädel formen? Jetzt sehe ich uns jetzt die Kopfhörer gefahren, 6 Stunden lang. Wir waren heute beim Arzt. Adi ist nämlich krank. Wir waren heute noch beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und er meinte einfach, ey, sie sollten sich ihre Nase operieren lassen. Also, ja, das Ding ist, Adis Nase... Jackie Maxon. Seine Nasenscheidewand ist krumm. Er hat da wohl mal einen raufbekommen. Und deswegen ist sie anfälliger für Bakterien und greift dann schnell das Immunsystem an. Deswegen, Adi ist irgendwie den ganzen Winter über eigentlich immer erkältet und hat irgendwelche Infektionen und so. Ist nervig. Und deswegen, ja. Jetzt haben wir aber heute noch mal viele Sachen in der Apotheke gekauft. Ich hoffe, das ist morgen weg. Wir müssen auf jeden Fall dieses Big Medi Light noch gleich mitnehmen, weil das muss er auf jeden Fall nehmen, damit es dir besser geht. Du musst es dann einfach im Flugzeug nehmen, ne? Bombe, ich will schlafen wie Night. Hey, ich will auch Big Medi Night. Wir müssen diese Schlaftabletten mitnehmen. Also das sind keine Schlaftabletten, aber das sind diese schlaffördernden Bonbons. Die hat mein Vater mir mitgegeben, also die sind gut. Ist okay. Ey, es ist jetzt übrigens 21.31 Uhr. In 24 Stunden müssen wir schlafen gehen. Wirklich? Ey, willst du das jetzt die ganze Zeit durchziehen? In 24 Stunden heißt es nur noch in 23 Stunden, dann sind wir in 12 Stunden im Flieger sitzen, wo es heißt nur noch 6 Stunden. Ja. Weißt du, was das Krasseste ist? Nein. Dass wir übermorgen einfach so schlecht. So schon in Miami rumfahren. Ich bin wirklich aufgeregt, ne? Rasten aus. Mir ist wirklich ein bisschen übel, Alter. 2 Stunden später. Sieht doch gut aus. Alter. Das wird niemals hier zugehen, Alter. Also das ist schon so. Alter, da ist so viel drin, ne? Ich will gar nicht wissen, wie viel er wiegt. Der wiegt bestimmt 30 Kilo. Ich weiß gar nicht, ob die mich damit mitfliegen lassen, ne? Ich sag dir ehrlich. Ah, Kacke. Okay, ich versuche das mal hier zuzumachen. Soll ich dir mal helfen? Ja, ja, drück das mal. Das jetzt. Hier, diese Sachen müssten eigentlich auch noch alle rein, aber wenn nicht, dann nehme ich die einfach mit ins Handgepäck. Das Ding ist die... Ich hätte mir auch noch Platz am Safe. Ja, weil ich will auf jeden Fall die Laufschuhe auch mitnehmen, weil wir ja auch ein bisschen Sport machen wollen, ne? Ey, der wird doch aufplatzen. Stell dir vor, das ist so eine Fruchtquetschtüte von McDonald's Happy Meal. Quetsch alles raus. Quetsch alles rein. Quetsch it. Mach keinen Quetsch, Alter. Ja! Vor allem, ey, du musst es morgen nochmal machen, weil meine Schminktasche ist da drin. Aber ich wollte halt gucken, ob das passt. Oh, das hört sich an wie ein mieser Furz. Ja! Oh mein Gott! Ey, zeig mal bitte. Das ist der fetzte Döner aller Zeiten. Wie willst du den zubekommen? Wie, der wird aufplatzen. So. Ey, der dellt sich hier unnormal ein, ne? Oh mein Gott, der sieht so... Ey, der platzt auf, ne? Freunde, wir sind so im Zeitdruck, ne? Ich schwör's euch, nee, das geht gar nicht. Aber die Sachen sind noch gar nicht gepackt. Also hier ist wirklich Bombe eingeschlagen und... Ich muss jetzt ganz schnell zum Nägelmachen fahren. Das muss nämlich auch noch erledigt werden. Dann muss Adi jetzt auf jeden Fall noch komplett alles packen. Die Sandwiches machen, alles vorbereiten, weil eigentlich sollten wir auch schon so um 21 Uhr schlafen gehen. Wenigstens ein bisschen, weil wir um 3 Uhr nachts aufstehen müssen. Und deswegen müssen wir jetzt uns richtig beeilen. Das ist quasi jetzt gerade hier alles live. Und ja, Mann, deswegen, wir sehen uns auf jeden Fall dann in ein paar Stunden quasi für uns. Aber im nächsten Vlog am Flughafen. Ich hoffe, wir schaffen das alles. Ich hoffe, das klappt alles mit dem Gepäck. Und es geht los.